Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um die schicke Mecha-Katze, die ihr vor mir seht und die kriegt ihr nicht nur in der schicken Farbe, sondern in insgesamt 8 verschiedenen. Und wie man die Katze bekommt, will ich euch jetzt mal zeigen. Heißen tut sie Mechakatze X-995 und diese können wir uns einmal hier auf Mechagoner spielen bzw. uns zusammenbauen. Als allererstes braucht ihr die Startquest hier. Ihr müsst quasi die Startquest durchspielen, hier im Rostbolzen annehmen, hier oben ein paar Quests machen und dann holt ihr einmal den Pascal aus einem Geröllschutthaufen raus und sobald ihr das gemacht habt, steht ihr hier. Sobald ihr den Pascal habt, könnt ihr hier verschiedene Items bauen und wenn ihr euch den richtigen Plan holt, könnt ihr euch diese Katze zusammenbasteln. Wo ihr den Plan holen könnt, werde ich euch gleich zeigen, denn wenn man sie sich einmal hier gebaut hat, ist sie komischerweise nicht mehr als Plan auswählbar und man kann sie quasi nicht mehr herstellen. Gut, ist auch sinnlos, weil einen Mount kann man ja auch nur einmal erlernen und dementsprechend braucht man sie hier drin nicht mehr, denn sie ist seelengebunden und man kann sie nicht weiterverkaufen. Wir switchen jetzt mal auf mein anderes WoW rüber. Und zwar stehe ich hier mit meinem Monk schon dran. Der hat noch so gut wie gar nichts gemacht hier auf Mechagon, außer die Startquest, was 5 Minuten dauert. Und ich bin hier auf den Koordinaten 63, 43. Das ist hier unten. Dort ist auch die Färberei, wo man später die Katze einfärben kann. Da werden wir aber später dann noch hingehen. Hier steht ein kleiner Gnom, und zwar der Kork. Und dieser Kork verkauft uns verschiedene Items. Und zwar haben wir hier erstmal den Bauplan für die Mechanokatze. Das kostet 500 Gold. Ich kaufe die jetzt einfach mal. Und sobald wir die gekauft haben, seht ihr, startet hier eine Quest. Diese Quest brauchen wir, denn die müssen wir beim Pascal abgeben. Als kleine Erinnerung, was wir später noch brauchen werden. Es gibt hier ein episches Teil zu kaufen für 35.000 Gold. Und zwar ist das eine Ressource, die wir später auch für die Katze brauchen werden. Keine Angst, diese Items können auch aus Kisten, aus Quests, aus Rares, aus allen möglichen Quellen kommen. Wenn ihr nicht viel Gold ausgeben wollt, ist das kein Problem. Ihr könnt diese Sachen hier durch alle Aktivitäten auf Mechagon quasi bekommen. Ich habe mittlerweile auch schon 7 oder 8 Stück bekommen, habe mir keins gekauft und trotzdem das Mount gecraftet. Also ihr braucht es nicht. Wenn ihr aber keinen Bock habt zu warten, könnt ihr euch hier für einiges Gold das Mount auch sofort zusammen kaufen, weil ihr euch die Materialien kaufen könnt. Ihr seht, mit dem habe ich auch schon 2, obwohl ich mit dem vielleicht hier 3 Rares umgehauen habe. Also das geht relativ schnell. Also, Plan haben wir uns gekauft. Hier haben wir Kettenzündungsspule. Da braucht man nachher 4 Stück von. Wie gesagt, kann man sich von den Rares oder Kisten hier farmen. Einfach alles antaggen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. So, wir laufen jetzt mit dem Plan zum Pascal. Der ist hier oben. Ihr seht, ich habe wirklich hier noch alle Quests mit dem offen. Man muss hier nicht viel gespielt haben, dass man zu der Katze kommt. Ja. Hier müssen wir einmal hinten reinlaufen. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Ah ja, backen wir uns rein. Und dann haben wir hier wieder diesen Pascal. Da geben wir die Quest ab. Und tada, jetzt können wir uns einmal das Mount hier bauen. Und zwar, wo haben wir es? Nein. Ich wünsche einen schönen Tag. Mit den falschen Plan gekauft? Eigentlich müsste ich jetzt das Mount bauen können. Mechanokatze, irgendwas spackt hier. Ich wurde geschaffen, um okay. Ich hab den Plan abgegeben, aber da ich das Mount schon besitze, kann ich es nicht bauen. Okay, dann machen wir es anders. Und zwar, dann sage ich euch einfach, was ihr an Materialien fürs Mount braucht. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen. Sonst, ja, hätte ich euch kurz gezeigt, was man an Materialien braucht. Also, ich weiß noch aus dem Kopf, man braucht für das 3 verschiedene Sachen. Und zwar brauchen wir einmal 4 von diesen epischen Teilen, die ich euch eben gezeigt habe. Also hier Kettenzündungsspule brauchen wir insgesamt 4 Stück. Dann brauchen wir noch Kiste mit Ersatzteile. Ich meine, es waren 8 Stück. Wo kriegt man die Kiste mit Ersatzteilen her? Und zwar kann man die hier bauen am Anfang, auch wenn man schon nicht viele Sachen hat. Man braucht einfach kleine Ersatzteile. Diese kleinen Ersatzteile kriegt ihr von jedem mechanischen Mob hier auf der Insel. Quasi, die könnt ihr einfach hart farmen. Wenn ihr hier ein bisschen questet, dann werdet ihr von den Dingern zugeschmissen. Einfach zu dem Pascal gehen und die craften. Diese Kisten könnt ihr am Anfang quasi schon euch holen. Da gibt es hier eine Quest, wo ihr direkt dieses Rezept kriegt. Wenn ihr nicht genug von dem Zeug habt, hier oben gibt es ja
Elite-Mobs, die droppen ein bisschen mehr, da könnt ihr es am besten farmen, aber wie gesagt, ihr bekommt es überall hier auf der Insel. Und das Letzte, was wir brauchen, sind die Energiezellen. Ich meine, das waren 5 Energiezellen und diese können auch alle droppen. Ihr bekommt am Anfang, wenn ihr die Startquest macht, schon 4 Stück, wie ich jetzt hier habe. Dann braucht ihr quasi nur noch eine einzige, um dann das Mount bauen zu können. Und diese könnt ihr auch aus Kisten Rares bekommen, beziehungsweise es gibt da auch noch andere, und zwar gibt es einmal leere Energiezellen, das sind diese hier, und diese leeren Energiezellen, die können wir aufwerten, indem wir hier hinten zu dem Aufladedings gehen, und zwar ist es ab und an mal da, da haben wir nämlich hier so eine Maschine, da könnt ihr hingehen, kriegt ihr auch einmal eine Quest hin. Und dann müsst ihr einmal bei ihr hier ein paar Ressourcen abgeben und dann könnt ihr alle leeren Energiezellen aufladen, so viele wie ihr halt habt. Weil die leeren Energiezellen bekommt ihr öfter als die vollen. Wie gesagt, ihr könnt aber auch die vollen von den Rares und Kisten bekommen. Beziehungsweise es gibt auch Quests. Unter anderem gibt es auch Pet Battle Quests, wo ihr direkt hier solche Teile kriegt, beziehungsweise auch volle Energiezellen. Das war's eigentlich schon, sobald ihr alles habt. Also ich meine, 5 von denen waren es. 4 von denen, 5 von denen. Und 8 von diesen Kisten könnt ihr euch das Mount bauen. Und sobald ihr das Mount habt, könnt ihr es herstellen. Und wie ihr seht, anscheinend dann mit keinem Char vom Account mehr sehen, sobald ihr es erstes Mal hergestellt habt. Weil ich habe den richtigen Plan geholt und sehe es mit dem Char hier trotzdem nicht. Gut, nicht so schlimm. Zum Glück wusste ich ja noch einigermaßen auswendig, was man an Mats braucht. Genau. Und sobald ihr das dann hergestellt habt, kriegt ihr das Mount, könnt es einmal lernen. Und dann beginnt eigentlich der Spaß. Und zwar könnt ihr euch dann noch Farben besorgen. Und diese Farben, davon gibt es insgesamt 8 Stück. 7 habt ihr fürs Achievement. Und wenn ihr alle 7 habt, dann kriegt ihr noch eine 8. Und diese Farben könnt ihr quasi dann hier auswählen. Und zwar habe ich jetzt schon 2 Farben gesammelt. Und hier können wir einmal entfernt die Lackierung machen. Dann ist quasi die Lackierung komplett runter. Und dann gibt es noch... Moment, jetzt müsste eigentlich von meiner Mechanokatze, dürfte da eigentlich keine Lackierung mehr drauf sein. Genau, die ist jetzt blank. Und dann kann ich hier jeweils wieder hingehen und sagen, ich möchte mecha-rote Lackierung haben. Und dann kommt die hier so drauf und wird quasi einmal lackiert. Jetzt können wir sie nochmal rauspacken. Und jetzt müsste sie nicht mehr so gelb sein. Na doch, jetzt habe ich die falsche gewählt, das war die gelbe. Bitte nennt die Art eures Anliegens. Hier, das war glaube ich die rote, die ich haben wollte. Genau, das ist die andere, die ich habe. Wie gesagt, es gibt da halt relativ viele verschiedene Farben. Einige kriegt ihr von Rare Mobs, von Kisten, von der Questreihe. Also da ist das relativ vielfältig. Zu dem Achievement werde ich dann nochmal ein eigenes Video machen. Heißt, das werde ich euch dann nochmal verlinken, sobald das fertig ist. Ich muss mir die anderen Farben auch noch holen. Genau, das war's. Auch soweit. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass man den Plan gar nicht mehr sieht, wenn man die Katze einmal gebastelt hat, auch nicht mehr mit dem Twink. Hat mir das Ganze jetzt ein bisschen erschwert, euch das zu zeigen, aber ich denke mal, es war verständlich. Viel müsst ihr nicht viel machen und ja, dann habt ihr so ein ganz cooles Katzenmount und dann schauen wir mal demnächst, wie gesagt, werde ich nochmal ein Video machen zu den ganzen Farben und dann können wir uns das nochmal angucken. Ja, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv wertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.